Frau Steinnagel, Weidmüller stellt hier auf der diesjährigen MyJob OWL aus. Was ist der Grund hierfür? Ja, sicherlich ist der Grund erstmal allgemein vertreten zu sein mit allen anderen Firmen hier, regional auch, standortbezogen auch eben Auszubildende hier anzuwerben, aber auch fest angestelltes Personal hier anzuwerben mit unseren, ich glaube, wir haben im Moment 89 offene Stellen und bilden in 12 Ausbildungsberufen aus. Ich denke mal, das ist ein breites Spektrum, was wir da anbieten können und deswegen stehen wir hier. Und gibt es hier einen Schwerpunkt bei den Bewerbern, wo Sie gerne Personal suchen? Ja, also in dem Bereich der Festanstellung haben wir ganz klar den Fokus auf Entwicklerstellen. Also ich glaube, da allein haben wir 30 bis 40 Stellen zu besetzen. Produktmanager, also das ist der Hauptfokus im Moment, was natürlich schon eine gute Ausbildung beinhaltet. Also Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau, Hochschulstudium eben. Und im Bereich der Ausbildung, welche Qualifikationen müssen die Bewerber mit sich bringen? Ach, das, ich denke mal, das kommt auf den jeweiligen Bewerber an. Sicherlich im technischen Bereich, das sind durchaus Hauptschul- und Realschulabschlüsse auch, je nachdem natürlich, wie gut die sind. Ich sag mal, im Industriekauf, Frau, Kaufmann-Bereich, vom Handelsschule, höhere Handelsschule, Abitur, gymnasiale Oberstufe, alles. Also da haben wir jetzt keine bestimmte Voraussetzung. Ich denke mal, wenn man einen guten Abschluss hat, kann man sich gerne bei uns bewerben. Können Sie uns schon etwas zur Resonanz hier zur Messe sagen? Ja, ich war jetzt gestern leider nicht hier. Heute sehr gute Resonanz, sehr viele, viele Hochschulabsolventen, aber auch, die halt auch Praktika suchen oder Trainee-Stellen. Aber auch durchaus Bewerber, die direkt die Stellen betreffend hier auch anfragen. Also alles vertreten. Auszubildende, angehende Auszubildende, die halt eine Stelle suchen, Schülerpraktikanten, alles vertreten. Vielen Dank für das Interview. Ja, bitteschön.